Heute geht es um das Thema Fraktionen im Europaparlament und welcher sich Volt gegebenenfalls anschließt. Und dazu möchte ich euch in einem ganz kurzen Video einfach mal zwei, drei Dinge mit auf den Weg geben. Dieses Thema wird gerade bei Volt intern diskutiert. Wir werden darüber auch abstimmen in ganz Europa, denn Damian Böselager, der für uns nun im Europaparlament sitzt, ist Volt Europa und will sich für alles und wird sich für alles einsetzen, was Europa betrifft. Und dazu zählt nicht nur Deutschland. So sind wir auch angetreten. Das ist also kein Geheimnis. Und nun ist die Frage, welcher Fraktion schließt sich Volt an? Diese Frage haben wir auf nach der Wahl vertagt und es gibt nun folgende Optionen, die zur Diskussion stehen. Fraktionslos bleiben oder einer Fraktion beitreten. Und für uns kommen aktuell in der Diskussion nur zwei in Frage. Das ist ALDE und das sind die Greens. Also wir haben drei Optionen. Fraktionslos, bei den Grünen oder bei der ALDE, also bei den Liberalen. Und egal, welche Option man am Ende des Tages wählt, wir werden einige von euch damit enttäuschen. Das ist so. Das ist auch das Schwierigste an dieser Entscheidung, denn wir werden gemeinsam eine treffen und auch selber dann eine Entscheidung haben, mit der auch nicht jeder zufrieden ist. Und das ist genau etwas, was Politik zum Beispiel ausmacht. Wir brauchen nun den besten Kompromiss. Und deswegen möchte ich euch nochmal ganz kurz die ersten Unterschiede darlegen. Denn Damian hier im Europaparlament ist erstmal alleine von 751. Deswegen zunächst einmal ganz kurz, wie das Ganze sich überhaupt verhält. Damian wird einer von 751 Parlamentariern in Brüssel sein und er alleine kann erstmal noch gar nichts bewirken. Parlamentarier, die keiner Fraktion angehören, werden am Ende erst sprechen. Sie sind nicht Mitglied von Komitees und sie haben viel weniger Zugriff auf Ressourcen. Nun ist es so, dass nämlich Fraktionen im Europäischen Parlament etwas anders funktionieren, als zum Beispiel es im Bundestag der Fall ist. In Fraktionen selber verhält sich es dann aber doch ein bisschen anders als im Bundestag. Zum Beispiel hat man geteilte Ressourcen, man hat mehr Rechercheteams, man hat Möglichkeiten der Zugänge und dadurch kann man auch zu den Themen viel mehr vorbereitet sein. Man kann auch dann bei eigenen Komitees, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Migration, eine tragende Rolle spielen oder eine verantwortungsvolle Rolle spielen, obwohl man nicht dem Großteil der größten Partei in der Fraktion angehört. Weil man hat dieselben Ziele. Und nun müssen wir diskutieren. Wir haben viele Übereinstimmungen mit den Grünen. Wir haben aber auch Dinge, die die Grünen nicht in ihrem Programm haben und die vor allen Dingen bei den Grünen nicht so im Fokus sehen. Das ist die EU-Reform. Das möchte die ALDE etwas weiter fortführen. So, machen wir nun bei der ALDE Grünen politisch Rabatz und bringen uns dort ein. Haben aber dann in der ALDE eine Fraktion, die gegen Uploadfilter gestimmt hat. So, wo bringt man sich denn jetzt nun ein? Das ist dann diese spannende Frage. Und dann nehme ich das Beispiel, bei den Grünen haben wir extrem viele Programmpunkte. Da würden wir doch eine graue Maus sein, oder? Bei der ALDE könnten wir ein bisschen mehr Rabatz machen. Wir könnten denen mal mit Klimapolitik unter den Hintern treten. Und wir könnten in Sachen EU-Reform mit voranschreiten. Tja, das ist aber etwas, bei der ALDE hat man Klimapolitik belächelt, in der ALDE sind viele EU-Skeptiker und in der ALDE hat man für Uploadfilter gestimmt. Etwas, was mir persönlich und gerade unseren jungen Wählerinnen und Wählern ein Dorn im Auge ist. Egal was man macht, es wird eine sehr schwierige Situation. Es wird eine sehr schwierige Entscheidung und deswegen ist meine Bitte vor allen Dingen an euch, die uns hier folgt, die uns hier zuhört und zuschaut, wir werden eine Entscheidung treffen und egal wie sie ausfällt, wir werden sie in diesem Sinne treffen, dass wir damit die beste Möglichkeit haben, unser Programm, was ihr gewählt habt, umzusetzen. Und das bedeutet nicht, dass wir bis zum Ende in dieser Fraktion bleiben und dass wir in allen Dingen dort übereinstimmen. Wir werden hier sehr transparent damit umgehen. Wir werden Veröffentlichungen machen, ihr werdet es lesen, ihr werdet Videos sehen. Wichtig ist nur eins, diese Entscheidung werden wir jetzt erstmal treffen, damit wir arbeiten können, damit wir uns einbringen können, damit wir unseren Auftrag, gewählt worden zu sein, ausführen können. Lasst uns diese Fraktion dann nicht verteufeln wegen einer Person, die dort drin ist, sondern wir schauen auch den Großen darunter auf die Finger. Und es kann ja auch für die Fraktion deswegen interessant sein, wenn wir sie transparenter machen können. In diesem Sinne war das nur mal ein kleines Update dazu, wie interessant es sein kann, über Fraktionen zu sprechen und ob es am Ende ALDE wird, Greens wird oder fraktionslos, das werden jetzt alle Volterinnen und Volter in ganz Europa entscheiden. Und die Argumente, die für oder gegen jeweiligen Punkte sprechen, sind äußerst vielfältig, äußerst gut. Und am Ende des Tages geht es um unsere Kernforderungen einer EU-Reform und
einer transparenteren, bürgernäheren EU, die die Chancen ergreift, eine bessere Klimapolitik, eine bessere Migrationspolitik zu gewährleisten. Und Damian wird uns aus Brüssel berichten. Damian ist der, dem wir jetzt die Möglichkeit geben müssen, es umzusetzen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich über eure Kommentare unter diesem Video und stellt uns eure Fragen dazu, wenn nur so funktioniert. Jetzt bist du dran, teile dieses Video, sag uns deine Meinung.